ist auf dem Computer ein kleines Gerät, was die Pupillen quasi erkennt. Der Liam steuert zum Beispiel mit den Augen seine Lego-Technik-Autos. Der Liam hat auch eine Drohne, mit der er fahren kann über die Augensteuerung. Ich habe ganz viele Hobbys. Er rechnet und schreibt ganz normal am Computer, was er für die Schule braucht, zum Hausübung machen, zum Schularbeiten machen. Also der Liam macht alles am Computer, was wir auch machen können. Der Liam hat ihn jetzt, seitdem er 2,5 Jahre ist, und ist ein absoluter Profi am Computer. Magst Butter, magst Erdbeermarmelade, Marillenmarmelade. Also das waren so diese anfänglichen Sachen, einfach die einfachen Wörter zu sprechen. Und dann mit der Zeit sind es halt immer wieder kleinere Sätze geworden. Dann ist gekommen, Mama, ich hab dich lieb. Ja, da war er noch nicht drei, wie er aber das zum ersten Mal zu mir gesagt hat. Und das ist natürlich, wenn du das erste Mal hörst von einem Kind, was so eigentlich nicht sprechen kann, ist das schon ein Wunder eigentlich für uns gewesen. Für viele Kinder kann also ein Tablet oder iPad mit Touchscreen einfach schon eine große Hilfe sein im Alltag für die Kommunikation mit der Familie, im Kindergarten, in der Schule, dass man sich einfach mitteilen kann, die Bedürfnisse mitteilen kann. Ich will Polizist und Feuerwehrmann und Sanitäter werden. Die Fahrzeuge sind so schnell.